Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Redstone Francis Park. Und wir gehen mal direkt hier in Richtung Stationsgebäude unserer neuen Achterbahn, das noch nicht steht. Aber ihr seht es schon, hier steht dafür was anderes. Ich gehe mal wieder in eine normale Position hier, mach mal wieder meinen Hut an. Und zwar, seht ihr, habe ich mal mit dieser wunderschönen, wie heißt sie nochmal, Lightmatic-Klamotte oder so, einfach mal die Station, die irgendwo da hinten in die Richtung steht, kopiert und mit seiner Technik hier reingesteckt. Und ich glaube, das hat mir mindestens eine Stunde gespart. Hier, ihr seht schon, 3%ige Chance pro Wagen, dass das eine Störung gibt. Ungefähr hatte ich mal ausgerechnet. Ich glaube, das waren 2,958 oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas in die Richtung. Und ja, falls irgendwer diese Technik noch nicht kennt, ich habe sie schon dreimal gebaut, viermal gebaut. So in etwa die Nummer wird stimmen. Und zwar haben wir hier das Lager mit den guten alten Minecarts. Kann beliebig weit erweitert werden. Also wirklich, es ist einfach nur, du hast das erste Modul und dann alles, was danach folgt, sieht genau so aus. Du hast eine normale Schiene, eine Sensorschiene und diese Sensorschiene gibt halt einen Impuls ab, der das hier weitermacht. Und ey, stimmt, den hast du nur bei der zweiten und danach hast du den auch nicht mal mehr. Also von daher, alles, was hier nachkommt, ist einfach wirklich nur noch gucken, steht vorne einen Minecart drin und weiter geht's. Aber ja, also alle anderen sind einfach nur noch dieses hier sozusagen. Du hast hier Sensorschiene, Linie zum Pisten dahinter, der ausgefahren wird, solange da was steht. Wenn hier vorne nichts mehr steht, fährt das automatisch weiter. So. Und das hast du eigentlich dauerhaft nur noch durchgehend. Und ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich habe ich es auch, glaube ich, so, dass meine Sensorschiene hier vorne mittlerweile ist. Bei meinen neueren Designs davon. Aber ist ja auch egal. Es funktioniert beide Seiten. Und ja, wie gesagt, die Technik. Hier haben wir einen Timer. Den muss man halt anpassen, je nachdem, wie lange die Fahrt ist. Oder wie viele Wagen man gleichzeitig auf der Strecke haben will. Hier dieses Orangene ist einfach nur ein Zufallsgenerator, den ich jetzt sehr, sehr weit ausgebaut habe. Weil ich werde eine sehr, sehr geringe Chance haben und ja. Ich habe mir dann gedacht, ich hätte natürlich auch einfach hier mehr Redstone reinpacken können. Und dann wäre die Chance auch geringer gewesen. Aber ja, ich finde, so geht's auch. Ist am übersichtlichsten. Dann hier das Ganze, um die Störung wieder rückgängig zu machen. Und was haben wir dann noch? Eine Sperre, solange die aktiv ist, wie ihr seht, ist sie gerade, passiert hier sowieso nichts. Dann ein Start, wenn ich den drücke, ihr seht, es passiert nichts, weil die Sperre drin ist. Naja, eigentlich ist die Sperre nur ein Abschaltmechanismus, aber ja, so funktioniert es auch. Hier der Wasserstrom zum Einsteigen, Station wird dann nach hier gehen, dass du hier reinkommst und dann einsteigen musst. Und ja, was haben wir hier vorne noch? Hier vorne haben wir einen Tripwire, das ist bemannte Wagen aussortiert und geradeaus durchfahren lässt. Und ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir vom letzten Mal unsere Strecke verbunden kriegen mit dem. Also irgendwie was in die Richtung hier machen. So. Und schon haben wir hier eine wunderschöne Strecke, die verbunden ist. Und ja, was wollen wir heute eigentlich machen? Heute wollen wir ein Stationsgebäude bauen. Und dieses Stationsgebäude dann auch direkt mit Wegen und so aufbauen, dass das alles funktioniert. Und ja, eventuell kriegen wir die Bahn sogar schon fertig. Und ich weiß nicht, eine Sache, die ihr mir mal sagen sollt, oder die ich gerne von euch wissen würde, findet ihr, wir sollten diese orangene Strecke so orange lassen? Oder sollten wir die anders machen? Weil das Problem, was ich mit dieser Strecke habe, sie sieht zwar interessant aus, aber ja, ich will halt hier keine grüne Strecke reinmachen, das auf keinen Fall. Eine weiße Strecke wäre auch scheiße. Also von daher, keine Ahnung. Irgendwas Farbiges wollte ich schon haben. Wir haben jetzt nämlich da hinten ja die Bobbahn ist weiß. Wir haben hier unten die, hier, wie heißt sie, Powered Rail oder so, ist grau. Wir haben eine Holzachterbahn und wir haben da ganz hinten eine grüne. So. Und ich weiß nicht, ich mag das gerne, wenn wir ein paar mehr Farbunterschiede haben. Und dieses Orange ist mir persönlich ein bisschen zu auffällig, aber irgendwo ist es auch interessant. Weil siehst du nicht sehr häufig, also von daher, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
Ups, das wollte ich nicht. Ich habe einfach komplett vergessen, dass ich nur in Dings bin, Hard-Aus-Modus bin. Aber ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, machen wir erstmal diese Strecke jetzt fahrbar und gucken dann, dass wir das Häuschen hier gebaut kriegen. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach gleich wieder, nachdem wir eine kleine Timelapse hier haben. Gut, habe ich gesagt, hier kommt jetzt eine Timelapse, wo wir dieses Gebäude bauen. Ihr seht es ja schon, hier ist kein Gebäude. Und ihr habt auch eben gerade keine Timelapse gesehen, also von daher, ja, gut, hab ich gesagt. Ja, gut, auf jeden Fall, was passiert ist, ich habe mir gedacht, ach komm, ich kann jetzt schon mal ein bisschen ohne Timelapse arbeiten und habe diese ganze Strecke funktional gemacht und dann ein paar Stützen hinzugefügt. Das Ganze hat dann länger gedauert, als ich dachte. Und jetzt habe ich eigentlich keine Zeit mehr, weil, ja, ist halt nun mal so, keine Zeit ist schlecht und mir ist gerade aufgefallen, es funktioniert doch. Wieso machen wir es da nicht einfach so? Und ich würde mal sagen, wir zeigen es einfach mal kurz hier, was bisher möglich ist. Wir haben einen Lift, wir haben vernünftige Geschwindigkeit auf der Strecke, wir haben einen Ausstieg, wir haben, naja, einen rein kosmetischen Abstieg da nach unten. Und ja, hoffentlich funktioniert jetzt alles. Vorführeffekt standardmäßig. Aber sollte eigentlich gehen. Und ihr seht, Sicherheitseinmaße hier werden eingehalten. Hier genauso. Das sind nur Blätter, die sind nicht so wild. Und ich weiß auch nicht ganz genau, warum es da so zwischendurch mal schneller wird. Wahrscheinlich, weil diese beiden Clocks sich mit sich interagieren und dann irgendwie komisch sind, weil sie nicht ganz synchronisiert sind oder so, wird sich wahrscheinlich nach dem nächsten Mal Reloggen ändern. Oder es ist einfach interessant. Aber wir würden ja sowieso davon ausgehen, dass das hier Reibräder wären, die hier laufen. Und ja, auf jeden Fall ab runter geht's. Einmal hier rüber und einmal über unsere Shops rüber. Über den Weg. Einmal diesen kleinen Hop. Nochmal einen etwas größeren Hop. Und ja, man muss im Hinterkopf behalten, dass diese Bahn jetzt nicht wirklich an ja, Erwachsene und so gerichtet ist, sondern eher an Familien und Kinder und so. Weil, ja, keine Ahnung, sollte nicht so heftig sein. Und ja, hier fährt man nochmal ein bisschen hoch in die Station rein. Habe ich gedacht, passt besser. Jetzt, ihr seht schon, da unten kommt ein neues gerade rein. Das Timing ist sehr, sehr close. Und ja, dann fährt der Wagen einmal hier runter. Leider brauche ich da unten diese Powerdrill. Weil, ja, ansonsten wird er verhungern. Und ja, ab hier würde ich sagen, beginnt dann das Haus. Also das hier ist nicht mehr sichtbar, diese beiden Schienen. Das ist ganz klar. Hier ist eine Warteschlange. Die kommt von hier so rum. Irgendwo so hier so lang. Keine Ahnung. Würde ich auch nicht so stark, nicht so riesig machen, weil, wie gesagt, ich erwarte nicht, dass da sehr, sehr viele Leute mitfahren wollen. Und den Ausgang würde ich tatsächlich hier oben einfach auf die Burgmauer verbinden. Und dann nicht nach da hinten, das wäre ein bisschen zu weit weg, sondern hierhin, hier einmal runtergehen und dann, ja, mal schauen, wo man dann rauskommt. Wahrscheinlich auf der Seite hier einen Eingang machen und dann hier so rauskommen. Weil, ja, ist, glaube ich, am einfachsten. Wir haben nicht so viel Platz hier. Und dann machen wir das Ganze einfach so, dass wir hingehen und sagen, komm, hier ist abgesperrt. Und dann kann auch keiner nach da rechts gehen. Auch wenn das dann natürlich unsere Burgmauer nicht mehr ganz begehbar macht, weil, falls ihr es nicht wusstet, wir können momentan über die gesamte Mauer in einem Stück durchrennen, soweit ich weiß, oder? Ja, wartet. Lass mich nochmal gucken. Hier hinten geht's noch, ja. Hier hinten haben wir sie auch schon benutzt, weil hier hinten kommt man in Wide-Op der anderen Achterbahn hier. Ihr seht schon, kommen wir hier rein. Und da habe ich gar keine Druckplatten, fällt mir gerade auf, aber egal. Ja gut, dann kann man hier noch ein bisschen rumrennen. Also allein aus dem Grund, dass man da in diesen Wide-Up-Bereich kommt, muss ich das abgrenzen. Und ja. Wie ihr seht, wir kommen hier wirklich komplett einmal um diesen gesamten Bereich durch. Bis auf hier. Hier hört das Ganze dann ein bisschen auf. Da müssen wir wahrscheinlich mal nochmal kurz den machen. Einfach aus, ja. Oh, hier ist noch was von der Silberfisch-Infektion übrig. Ah ja, dieses Loch einfach mal kurz stopfen. Und ja, Hier oben, ihr seht schon, unsere Türme sind nichts Besonderes. Hier oben drin, oh fuck, warum habe ich den hier nicht mehr ausgeleuchtet? Was ist denn da los? Ah, das müssen wir nochmal ganz kurz ändern. Komm, wo haben wir Glowstone? Hier.
Ich meine, unausgeleuchtete Räume sind immer scheiße. Nicht, weil Monster spawnen können, das können sie sowieso nicht hier in diesem Dings. In dieser Welt habe ich den verboten. Aber weil, ja. Unbeleuchtete Räume sind immer scheiße für FPS. Irgendwo. Besonders wenn du Redstone drin hast und sowas. Und da ich diese Türme kopiert habe, gehe ich mal davon aus, dass hier genauso wenig Licht drin sein wird, oder? Ja. So. So. Das sind eigentlich so Sachen, die würde ich off-cam machen. Aber ich habe euch jetzt mal ganz kurz mitgenommen, damit das Video nicht ganz so kurz ist. Und ja. Keine Ahnung. So. Fertig. Genauso eine Sache, die ich off-cam immer mal wieder mache. Einfach da vorne in so ein großes Haupthaus gehen und ein bisschen drinnen rumbauen und so. Ich meine, ich kann ja mal ganz kurz zeigen, was ich da so habe. Ich habe hier nämlich so langsam ein bisschen Büros eingerichtet und so. Hier vorne seht ihr es. Hier so ein bisschen Büros angefangen einzurichten. Hier unten ist dann auch wirklich schon so weit, dass ich sagen würde, okay, die Gänge sehen halbwegs vernünftig aus. Hier Aufzüge. Und dann kommt man mit hier zum Jahreskartenverkauf. Aber ja, das sind halt so Sachen, wo ich einfach mal, wenn ich keinen Bock habe, ein Video zu machen, aber Bock habe, Minecraft zu bauen, dann arbeite ich halt an solchen Kleinigkeiten dran. Also von daher, hier in dem Park gibt es immer irgendwo was zu tun. Und sei es, dass ich irgendwo wirklich einfach nur ein paar Sachen aufhübsche, aufleuchte und so. Oder halt wirklich irgendwas baue, was halt sowieso nicht jemand zu Gesicht bekommt. Weil, ja, keine Ahnung, einfach diese kleinen Details. Weil, ja, was weiß ich, ich habe auch letztens, oder was ist letztens, das habt ihr wahrscheinlich schon länger mal gesehen, hier hinten einfach eine Kuhweide. Fragt mich nicht, warum, machst du doch, wartet mal. Ich weiß genau, warum. Lass mich raten, das sind benannte Kühe? Nee. Okay, ich weiß doch nicht mehr, warum. Weil ich dachte eigentlich, das wären Kühe, die hier eigentlich irgendwo... Ich dachte eigentlich, das wären die Kühe, die hier drin waren. Obwohl, können sie trotzdem sein. Weil ich hatte ja ursprünglich hier vorne, wo der Berg ist, eine Kuhweide. Und die habe ich zur Seite verlegt. Und die Kühe müssen ja irgendwo unterkommen. Also von daher, ja. Komm, wir geben denen nochmal kurz einen Bauer dazu. Ach Gott, der ist ja Dorfbewohner. Dorfbewohner und komm, du kriegst jetzt nochmal einen Komposter dazu, damit du auch richtig schön aussiehst wie so einer, der hier arbeiten würde mit den Kühen. Obwohl, nee, nicht da rein, das ist eher schlecht. Kriegst du hier rein, kann keiner hier raus. Perfekt. Schon haben wir hier einen kleinen Bauern, der hier mit aufpasst auf die Kühe. Und alles ist wunderschön. Ja gut. Dann würde ich aber jetzt mal sagen, in der nächsten Folge werden wir uns mal darum kümmern, dass da wirklich die Bahn fertig wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.